Diese Lagune entstand vor einigen hundert Jahren, als eine Sturmflut das Tal hier überschwemmt hat. Dabei ist leider auch der Tempel der Hüter unter Wasser verschwunden. Vielleicht ist unter Wasser ja noch etwas vom Tempel erhalten geblieben, auch wenn ich mir keine großen Hoffnungen mache. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Also, hinein ins kühle Nass. Na wunderbar, das fehlte mir gerade noch zu meinem Glück. Hier unten zieht ein Hai seine Kreise. Ein kapitaler Bursche, mit dem sicher nicht zu spaßen ist. Na wenigstens sieht der Tempel noch halbwegs intakt aus. Vielleicht kann ich hineintauchen und finde dort den zweiten Portalschlüssel. Solange sich aber der Hai hier herumtreibt, schwimme ich mal lieber schön langsam und unaufgeregt zurück ans sichere Ufer. Und nun? Der Hai muss irgendwie verschwinden, sonst komme ich niemals in den Tempel. Nur diese Statue ist vom Tempel noch zu sehen. Der Rest verschwand unter Wasser, als diese Lagune entstand. Hier überwuchern Schlingpflanzen eine alte Steinsäule. Die kräftigen Schlingpflanzen sitzen unglaublich fest. Ich bekomme sie so nicht von der Säule ab. Einmal Wasser, kommt sofort. Zum Glück bin ich ein guter Kletterer. Hier ist eine Metallplatte aufgeschraubt. Die Abdeckung ist mit 4 Sechskantmuttern festgeschraubt. Was ich damit sagen will, ohne Werkzeug bekomme ich die nicht ab. Im Cockpit wachsen mittlerweile jede Menge Pflanzen und alles ist verdreckt. Nur eine Art Handschuhfach scheint noch unversehrt zu sein. Im Handschuhfach liegt ein relativ gut erhaltener Pappkarton. Der Rest des Cockpits ist zerstört, verdreckt und von Pflanzen überwuchert. Mal schauen, was sich in diesem Karton befindet. Sieht aus wie ein altes Funkgerät. Ein Funkgerät mit handbetriebenem Generator. Man erzeugt Strom, indem man diese kleine Kurbel an der Seite dreht. Oh, die Kurbel hat sich von der Welle gelöst. Diese kleine Kurbel hat sich von der sechseckigen Welle des Funkgeräts gelöst. Falls ich das alte Ding mal benötigen sollte, kann ich die Kurbel ja wieder auf die Welle stecken. Das nenne ich Glück. Die kleine Kurbel passt nahezu perfekt auf die sechseckigen Schrauben, mit denen die Abdeckung am Flugzeug befestigt ist. Unter der Abdeckung ist ein langes Kabel, das zur Elektrik des Flugzeugmotors gehört. Ich nehme es mal mit. Ein langes Stromkabel aus dem abgestürzten Flugzeug. Ich verbinde das eine Ende des Kabels mit den Kontakten des Funkgeräts. Ich will den Generator des Funkgeräts im Moment nicht in Betrieb nehmen. Mein Gefühl sagt mir, dass ich den alten Kasten nicht unter Strom setzen sollte, solange ich ihn in den Händen halte. Das wird den Blutfleck wieder aufweichen. Pfui Teufel! Blutiger Schlamm bleibt am Lappen kleben. Ich knote den blutverschmierten Lappen an das lose Ende des langen Kabels.
Das Funkgerät kann man elektrisch aufladen und den Strom über das Kabel ins Wasser leiten. Da Haie über sehr empfindliche Sinnesorgane verfügen, reicht bereits eine schwache Spannung aus, um selbst diesen Burschen zu vertreiben. Leider schwimmt der Hai sehr tief und der Generator im Funkgerät ist kein Kraftwerk. Dank dem Lappen als Köder sollte es aber klappen, den Hai näher heranzulocken. Dem Hühnerblut kann er sicher nicht widerstehen. Es klappt. Der Hai ist nach oben gekommen und umkreist nun das Kabelende mit dem blutigen Lappen. Ich sollte mich beeilen, bevor der Hai mit seinem Beutecheck fertig ist und den Lappen samt Kabel und Funkgerät in die Tiefe reißt. Falls das Ding noch einwandfrei funktioniert, dann jage ich gleich gigantische 40 Volt durchs Wasser. Fenton Paddock, Albtraum indischer Raubtiere. Der Hai ist weg und damit steht einem ausgiebigen Tauchgang zur Tempelruine nichts mehr im Weg. Einmal Wasser, kommt sofort. Das Wasser hat die Pappe eingeweicht. Ich habe die dicke Pappe in Wasser eingeweicht. Das Tor ist wirklich riesig. Und hier unten hat es eine merkwürdige Vertiefung. Die Vertiefung ist nicht sehr groß. Ich kann mit meinen Fingern das Innere abtasten. Hinten scheint eine Art Mechanismus zu sein. Ich habe sicher viele Stärken. Die Luft ewig anzuhalten gehört leider nicht dazu. Die Metallstange hat an der Seite einen scharfen Grat und obwohl sie offensichtlich lange im Wasser gelegen hat, ist sie kaum verrostet. Dank dem scharfen Grat der Metallstange konnte ich die kräftigen Schlingpflanzen abschlagen. Auf dieser Steinsäule ist ein kleines Relief zu erkennen. Das Relief wurde aus dem harten Stein der Säule gehauen. Ich bekomme das niemals ab, ohne es zu zerstören. Ausgezeichnete Idee. Die feuchte Pappe lässt sich sehr gut auf das Relief pressen und würde nach dem Trocknen dessen Form behalten. Aber wer schon mal einen Gipsabdruck gemacht hat, sollte wissen, dass man das Original vorher einfetten muss, damit man die Form später wieder problemlos ablösen kann. Ich fülle etwas weichen Schlamm in den Krug. Ein sauberer Schnitt. Jetzt läuft eine ölige Flüssigkeit aus der Liane.
Ich lass etwas von dem öligen Pflanzensaft auf das Schilfbündel tropfen. Ich habe mit dem Schilfbündel öligen Lianensaft aufgefangen. Was für beanspruchte Männerhaut gut ist, kann auch einem verwitterten Stein nicht schaden. Ich öle das Relief mal ein. Ich habe den öligen Pflanzensaft bereits überall auf dem Relief verteilt und schmier mit meinen Fingern besser nicht mehr daran herum. Perfekt, so kann ich einen brauchbaren Abdruck des Reliefs machen. Die feuchte Pappe passt sich unter festem Druck genau dem Relief an und dank dem Pflanzenöl lässt sich die Pappform nach dem Trocknen problemlos wieder lösen. Die Pappe ist bei der Hitze sehr schnell getrocknet und wieder fest geworden. Dank der öligen Grundierung ließ sie sich auch kinderleicht vom Relief lösen. Nun habe ich einen Pappabdruck des Reliefs. Ich habe den weichen Ton in die Pappform gefüllt. Das Feuer ist vielleicht nicht heiß genug, um den Ton richtig auszubrennen, aber hart wird er hoffentlich werden. Das sollte reichen. Die Pappe ist längst verbrannt und der Ton sieht hart genug aus. Ich habe die Tonform. Der gebrannte Ton ist eine exakte Kopie des Reliefs, das ich an der Steinsäule am Ufer der Lagune gefunden habe. Passt genau in die Vertiefung. Merkwürdig, dass das Wasser hier nicht eindringt. Es riecht zwar sehr modrig, aber wenigstens kann man atmen.